Hallo, hier ist Christian mit meinen How to Plays und heute biete ich euch Tyre Cruise mit Hangover an. An der Akustikgitarre. Das Lied ist unterteilt in mehreren Rhythmus- und Melodiespuren, ist aber nicht viel, ist eigentlich relativ simpel. Wenn euch das Video gefällt, einfach auf Gefällt mir klicken, abonniert mich doch oder schreibt mich bei Facebook an, da würde ich mich voll drüber freuen. Und wir starten jetzt einfach mal. Es gibt mehrere Anschläge oder mehrere Arten der Akkorde in dem Lied, aber das ist jetzt erstmal so der erste und den kann man erstmal generell für das ganze Lied nehmen. Jo, das ist erstmal so dieser grundlegende Anschlag. Danach kommt eine Melodie. Ja, das da 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 da. Und dann kommt wieder I got a hangover. Wow, dann kommen die halt wieder in diese normalen Akkorde. Aber dann variieren die das nochmal, kommen aber gleich nochmal zu. Und dann gibt es noch so einen kleinen Basspart. Das spielt eigentlich keine Gitarre, aber das ganze Lied ist ja eh nicht so ein Gitarrenlied. Das kann man dann etwa so simulieren, indem wir nicht in den vierten Mund, in den dritten reingehen. Jo, das wären erstmal so die grundsätzlichen Teile. So, also, wir gehen in den dritten Mund auf der A-Seite. Spielen dann ganz normal Power-Akkord, ihr seht das, ne? Zeigefinger, dritte Bund, Ringfinger in den fünften. Dann gehen wir in den sechsten Bund auf die A-Seite, sechste Bund auf die E-Seite und vierte Bund auf die E. 3, 6, 6, 4. So, und hier merkt auch schon von den Akkorden, wie die verschoben werden vom Rhythmus her. Da, da. Der ist etwas vorgezogen. So könntet ihr es ungefähr anschlagen. Ein bisschen zurückgehe. So. So kann man schon mal mit dem mit dem Lied schon mal ein bisschen mitspielen. Übrigens, das Lied ist schwierig auf YouTube zu kriegen. Geht dafür am besten auf Spotify oder auf mein Video, da kann man es eigentlich ganz gut mitspielen. Ich spiele jetzt hier einmal mehr oder weniger den originalen Anschlag. So, einmal für euch langsam. Akkorde lasse ich mal außen vor. Ihr seht jetzt nur meine Anschlagshand. So wäre das. So kann man es halt ganz gut mitspielen. Die Akkorde werden dann variiert einmal kurz. Also ich spiele das mal einmal kurz vor nochmal. Und dann gehen die rein. Ungefähr so. Da kann man halt schön mit dem Beat halt so mitspielen. Bam, 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 ba, da, 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 dann. So, und dann gehen wir dann von diesen Akkorden in die 4. Bleiben auf der 4 auf der E-Seite. Gibt es eine kurze Pause und dann gehen wir unten in die Melodie. Dazu gehen wir in den 8. Bund auf die H- bzw. B-Seite. Dann auf den 8. Bund auf die E-Seite, 6. Bund E, 8. Bund H, 6. Bund H, 8. Bund G, 6. Bund H, 8. Bund H und 5 auf der G-Seite. Ja? 8, 8, 6, 8, 6, 8, 6, 8, 5. Okay, habt das? So, das wäre das. Das ist jetzt der erste Teil davon. Der zweite Teil geht im Endeffekt ganz genauso. Allerdings gehen wir dann am Ende nicht auf die 5, sondern hier unten auf die 8.
Ne, ihr seht, ich roll da so ein bisschen ab. Man kann es so mit dem kleinen Finger spielen, wie ihr wollt. Ne, das ist diese Melodie, diese Hautmelodie. Und dann, wenn man dann damit fertig ist, gibt es dann wieder dieses... dann gibt es aber auch, was ich vorhin schon angesprochen hatte, diesen Basspart, den hier. Da gehen wir in die 3 auf der A-Seite, spielen das immer nur als Einzelseiten an. Wir können leider jetzt kein tieferes C spielen, es ist leider ja so ein Basspart. Und wir können jetzt kein tieferes C leider dann erzeugen, müssen also dann hier oben spielen. Es klingt eventuell, wenn ihr mit dem Song spielt, etwas befremdlich, aber so, wenn ihr dann so für euch spielt, ist es schon ganz okay. Also, dritte Bund A-Seite, dann 6 auf der A-Seite, 8 auf der D-Seite und 6 auf der D-Seite. Wenn ihr da mal hinhört, werdet ihr sehen, dass der Bass ein bisschen variiert. Er spielt ungefähr so manchmal. Da macht er. Und ganz am Ende des Basspartes spielt er so. Ne, so ungefähr. Ne, er geht dann nur auf die 8. 6 lässt er dann außen vor und dann kommt halt wieder. Ja, das wär's eigentlich. Also das wären jetzt erstmal alle Parts, also die. Der, dann die Melodie und dann der Basspart. Wenn ihr noch Fragen habt, irgendwie zu besonderen Anschlägen oder sowas, könnt ihr mir die gerne stellen. Schreibt mich doch bei Facebook an, wenn ihr die Tabs haben wollt, die habe ich, schicke ich aber nur per Mail raus. Also dann schreibt mich dann persönlich an, entweder über Mail oder YouTube und dann schicke ich euch die zu. Und also über YouTube müsst ihr mir dann eure E-Mail dann halt zusenden. Ja, ich hoffe, euch hat es gefallen. Ist jetzt, war jetzt relativ schnell und knackig und ich hoffe, ihr guckt euch noch meine anderen Let's Plays an. Und habt viel Spaß damit. Macht's gut. Ciao.